Now. Hey Lieben, ich bin's wieder, eure Becky und ich hoffe, euch geht's gut und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal mit einem neuen Video. Ich hoffe, ihr hattet tolle Ferien. Viele von euch haben mich ja gefragt, ob ich mal eine Wintermorgenroutine drehen könnte. Und wir haben ja das neue Jahr und es waren ja Ferien, deswegen dachte ich mir, warum nicht einfach mal eine drehen und euch zeigen, wie mein Tagesablauf so im Winter ist, wenn ich mal nicht so viel zu tun habe und Ferien sind. Und ja, falls ihr mal eine Schul- bzw. Uni-Routine sehen möchtet, dann lasst es mich mal unten in den Kommentaren wissen, dann mache ich das natürlich auch irgendwann mal gerne. Und ja, bei den Aufnahmen habe ich mir einen richtig abgefroren und es ist so kalt hier in Hamburg geworden. Das ist richtig krass, die ganze Alster da in der Stadt ist total eingefroren. Auf jeden Fall, falls euch mein Kanal hier gefällt, dann hinterlasst unbedingt ein Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen. Einfach mal auf Abonnieren klicken. Und wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich super, super sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, dann würde ich sagen, labern wir nicht so viel drum und fangen mal mit dem Video an. Husch, husch, husch. Das erste, was ich direkt nach dem Aufstehen mache, ist meist mein Handy checken. Ich schaue, was es so Neues gibt, öffne ein paar Apps und gucke, wer mir so geschrieben hat. Und ja, am liebsten würde ich den ganzen Tag nur im Bett verbringen, weil es ist so kalt und man möchte am liebsten gar nicht aus dem Bett raus. Wer von euch schläft eigentlich auch mit 3-4 Decken momentan? Also ich friere mir sonst einen total ab. Und dann gehe ich erstmal ins Bad und mache mich frisch, putze mir die Zähne, wasche mein Gesicht, das Übliche halt. Und natürlich mache ich meine Playlist an, weil ohne Musik geht gar nichts. Ich kann echt nicht so aus dem Bett kommen. Dann gehe ich mich noch duschen und hier habe ich einfach mal ein paar meiner liebsten Produkte momentan. Also nichts Besonderes. Ich dachte, ich zeige euch das einfach mal, weil so viele danach gefragt haben und das Duschgel, das riecht so wie Zitronenkuchen. Und direkt danach mache ich mein Make-up. Manchmal mache ich mehr, manchmal weniger. Es hängt wirklich davon ab, wie viel Zeit ich habe. An dem Tag habe ich aber das volle, komplette Make-up gemacht. Und da habe ich ein bisschen Foundation aufgetragen, Puder und Concealer, ein bisschen konturiert und Rouge drauf gemacht, sodass ich nicht so blass im Winter aussehe. Und dann habe ich mein normales Augen-Make-up gemacht. Und da habe ich einen hellen Farbton auf mein komplettes Lid aufgetragen. Etwas braun in die Lidfalte. Und anschließend habe ich noch in meinen Augeninnenwinkel etwas Highlighter aufgetragen, damit ich ein bisschen wacher aussehe. Aber mein ganzes Make-up findet ihr auch nochmal irgendwo hier bestimmt im Video verlinkt. Ich habe nämlich mal ein Tutorial zu meinem Alltags-Make-up gedreht. Jetzt habe ich endlich mal auch meinen Lip-Liner aufgetragen, den MAC Strip Down, den ich zu Weihnachten bekommen habe und ich liebe den. Und zum Schluss habe ich das Ganze fixiert mit einem Make-up-Setting-Spray von Urban Decay, damit mein Make-up auch den ganzen Tag hält. Nach dem Make-up mache ich direkt meine Haare und da habe ich mir diesmal Wellen gemacht mit einem Lockenstab von GHD. Das ist so ein Curve, glaube ich, nennt man den. Ich verlinke euch mal das genaue Produkt unten in der Infobox. Ich finde den auf jeden Fall richtig, richtig gut. Der macht so richtig schöne Locken bzw. Wellen wie so auf Instagram. Bin ich damit dann fertig, fixiere ich das Ganze mit so einem Hold Spray von Schwarzkopf. Manchmal benutze ich auch Haarspray von Gatubi. Der einzige Nachteil an den ganzen Sachen da mit dem Haarspray ist, dass es super arg nach Haarspray stinkt und man das gefühlt auch schmecken kann. Wer kennt das auch? Und damit meine Haare ein bisschen gepflegter aussehen, gebe ich da noch ein bisschen Moroccan Oil in die Spitzen und dann gebe ich noch ein bisschen Spray rauf, damit meine Haare ein wenig mehr glänzen. Finde ich dann noch ein bisschen Zeit, was meist nicht der Fall ist, mache ich dann aber noch mein Bett und reiße die ganzen Fenster auf, sodass es ein bisschen ordentlicher aussieht und ein wenig frische Luft reinkommt, solange ich unterwegs bin. Und dann kommt es endlich zu dem Highlight meines Tages und zwar das ganze Essen und ja, ich liebe Frühstück, darauf freue ich mich schon irgendwie am Vorabend. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber auf jeden Fall ist das bei mir so. Als erstes mache ich mir einfach nur ein Latte Macchiato. Ich mag nicht so puren Kaffee, irgendwie ist das überhaupt nicht so meins. Und dann mache ich mir einfach nur ein Porridge, einfach nichts Besonderes. Auf jeden Fall achte ich momentan wieder mehr auf meine Ernährung, weil ich wieder ins Training gehe. Und ja, deswegen muss frisches Obst auch noch sein. Und ich liebe Erdbeeren und es gibt die endlich wieder und die mussten auf jeden Fall sein. Und dazu noch auf jeden Fall ein paar Heidelbeeren, weil die sind ja super gesund und ich liebe die über alles. Neben dem Frühstück schaue ich noch ein bisschen fern oder ich gucke mir meine Lieblingsserien an, blätter in Zeitschriften, gucke am Handy, vertreibe mir so ein bisschen die Zeit, sodass es nicht so langweilig und still ist, weil ich hasse die Stille. Now you can give
Bin ich soweit fertig, ziehe ich mich an, schnapp meine ganzen Sachen und gehe los. Und bin ich dann in der Stadt und konnte vielleicht auch nicht frühstücken zu Hause, dann hole ich mir meist noch was in einem Café oder ich kaufe mir dort meinen Kaffee, wenn ich keine Lust habe, das zu Hause zu machen und ich unter Zeitdruck bin. Und ja, hier ist einfach mal ein Outfit, was ich so im Alltag trage, also nichts Besonderes so im Winter, man muss ja dick eingepackt sein. Und gerade die Jacke ist mein Highlight, weil die hält mich so, so warm. Die ist von Canada Goose, weil so viele danach gefragt haben. Und die habe ich mir bei coldseason.de bestellt. Das findet ihr aber nochmal unten in der Infobox. Genauso auch wie alle anderen Sachen, die ich trage. Die Jeans ist übrigens von Topshop, die Tasche ist von Michael Kors. Und die Sneakers sind natürlich meine geliebten Adidas Superstar. Hinterlasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ja, schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, wie eure Routine so aussieht im Winter. Was habt ihr so in den Winterferien gemacht? Schreibt es mir unbedingt, das würde mich mal super interessieren. Und falls ihr mir noch nicht auf meinen Kanälen folgt, wie Instagram, Twitter, Snapchat, das findet ihr alles nochmal unten in der Infobox, genauso wie alles, was ich getragen habe. Ja, dann sind wir auch schon am Ende und ich würde sagen, dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bye!